geht also um dieses Buch. Man kann das bestellen auf der Homepage des Bildungswerks der Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung. Da kann man es per E-Mail bestellen und es ist umsonst und kann das dann erhalten. Und ich habe gehört, in wenigen Wochen kann man es dann auch als PDF herunterladen. Also auch ganz frisch das Buch. Soweit zum organisatorischen Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Wege zum Grundeinkommen ist ähnlich wie bei der Überschrift bei diesem Kongress. Über Grundeinkommen wird jetzt schon sehr lange diskutiert. Also ich verfolge die Diskussion seit mindestens 30 Jahren. Ich sehe Leute im Publikum, die da noch in früheren Zeiten schon drüber veröffentlicht haben. Die Diskussion läuft also schon relativ lange. Und ich glaube, dass wir in eine neue Stufe der Diskussion eintreten müssen, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, ich werde langsam ungeduldig, ich will es endlich haben, das Grundeinkommen. Und tatsächlich ist es aber unwahrscheinlich, dass man es auf einen Schlag kriegt, jetzt am 01.01.2015 eingeführt, sondern ich glaube, dass man da schrittweise hingehen muss und auch vom politischen Prozess. Stefan Ziller hat ja eben gesagt, sitzt jetzt im Bundestag, da läuft es so, dass es eher nur in mehr oder weniger kleinen oder großen Schritten vorangeht und so eine große Reform ist auch da schwierig. Es gab vor ein paar Jahren eine Diskussion zu dem Thema, auch organisiert von vom Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung, wo auf dem Podium Götz Werner und ich gesessen haben, außerdem noch Katja Kipping und Susanne Wiest, die, glaube ich, beide wahrscheinlich auch hier bekannt sind. Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei mittlerweile, und Susanne Wiest, Aktivistin, Grundeinkommensaktivistin, die eine Petition an den Bundestag gestellt hat, die von über 50.000 Menschen unterstützt worden ist in Deutschland. Und moderiert wurde das Ganze von Ulrike Herrmann, Redakteurin bei der Tageszeitung Die Taz. Und all diese Leute haben auch in dem Buch einen Beitrag drin. Wir haben dann darüber hinaus noch weitere Menschen angefragt, unter anderem Philipp, aber auch Guy Standing hat einen Beitrag da drin, Stefan Lessenig, Milena Büchs und andere. Das Buch ist so aufgebaut, dass es in drei Teilen ist. Der erste Teil beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die berücksichtigt werden müssen bei der Einführung des Grundeinkommens. Da geht es also von der Globalisierung über den Klimawandel bis hin zur demografischen Entwicklung, die alle Bedeutung haben für die Diskussion ums Grundeinkommen. Teilweise werden wir da gleich auch nochmal einsteigen. In einem zweiten Schritt geht es um konkrete Einzelschritte, wie wir denn zum Grundeinkommen tatsächlich rein praktisch kommen können, die einzelnen Schritte. Und der dritte Teil, auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um Wege zum Grundeinkommen geht, da geht es um Sozialexperimente bzw. international Pilot Schemes, da ist dann der Beitrag von Guy Standing unter anderem mit dabei. Mein eigener Beitrag ist überschrieben mit Schritt für Schritt ins Paradies. Da geht es um diese kleinen Schritte oder größeren Schritte, wie man denn tatsächlich zum Grundeinkommen hinkommt. Ich bin da als Wirtschaftswissenschaftler schon relativ lange dabei und versuche jetzt als Bundestagsabgeordneter, ja zumindest meine Partei, aber ich bin auch im Dialog mit anderen Parteien, dazu zu kommen, dass wir tatsächlich diese kleinen Schritte vielleicht auch gehen. Da gibt es mehrere Ansätze. Ein Ansatz ist, dass man sagen könnte, wir fangen nicht mit einem existenzsichernden Grundeinkommen für alle an, sondern mit einem kleineren Grundeinkommen, einem sogenannten partiellen Grundeinkommen, was nicht die Mindestsicherungssysteme komplett ersetzt, sondern sozusagen von unten sockelt. Da habe ich den Vorschlag drin einer Einkommensteuerreform, die man dann genauer ausgestalten könnte. Ein zweiter Ansatz, wie man denn schrittweise zum Grundeinkommen gehen könnte, ist ein gruppenspezifische Ansätze, also vom Kindergrundeinkommen bis zur Grundrente. Und dann kann man für alle möglichen Bevölkerungsgruppen sich überlegen, für die ein Grundeinkommen zu schaffen. Das wäre dann kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es dann die Bedingungen gibt, dass man halt maximal 18 Jahre alt ist oder mindestens 65 oder dass man Student sein muss oder wie auch immer. Eine dritte Möglichkeit als Schritt in Richtung Grundeinkommen sind Mindesteinkommensvarianten. Ein Vorschlag in dem Buch, in meinem Beitrag, ist ein Mindesteinkommen, was man in die Einkommensteuer integriert mit einer negativen Einkommensteuer, wo man dann aufstockt auf ein bestimmtes Minimum.
Ähnlich könnte man das bei der Rente denken, dass man sagt, dass geringe Rentenansprüche auf ein Minimum aufgestockt werden. Eine Garantierente, so ein System gibt es zum Beispiel in Schweden, und wir Grünen fordern sowas in Deutschland, wo halt nicht das Rentensystem komplett ersetzt wird oder wo eine Grundrente eingeführt wird, sondern auf das bestehende Rentensystem ein Minimum draufgesattelt wird. Solche Einzelteile werden dann, wie gesagt, in diesem Beitrag von mir diskutiert. Und nochmal, uns geht es vor allen Dingen darum, jetzt tatsächlich die nächsten Schritte tatsächlich in Richtung Grundeinkommen zu gehen, weil ich möchte gerne das Grundeinkommen möglichst noch vor der Rente erleben, aber zumindest solange ich noch lebe, hätte ich gerne das Grundeinkommen. Dankeschön. So in the contribution I made in the book jointly with Yannick van der Vocht, who is also present at this conference, we started from the challenge of globalization. So in the quarter of a century since we started the basic income movement, the European network initially, something happened in our world, or something certainly expanded in our world, that is commonly called globalization. Has globalization made the prospects better or worse for basic income? The answer is clear, worse. That is worse for two reasons. The first reason is that as a result of globalization, there is more mobility, that is mobility of capital, of goods, of services, and of people. Greater mobility across borders means that if you have one country that has a generous redistributive system, it is more vulnerable than it ever was before so-called globalization, to the selective entry, arrival of people who will benefit from this generous system, and it is more vulnerable than before to the selective exit of the people who are net contributors to the redistributive system. So it's so-called tax competition and social competition between countries as a result of the tax assets and the tax basis being more mobile than in the past. That's the first reason, mobility. And the second reason is heterogeneity. As a result of globalization, and particularly the migration aspect of globalization, every community at the level of cities, at the level of countries, are ethnically, linguistically, more heterogeneous, more diverse than they were in the past. And that presents a specific challenge in order to generate enough political support through spontaneous solidarity among people who are more different culturally, ethnically, than was the case in the past. So there is a big challenge, and we must not just rely on wishful thinking and think these challenges, these greater difficulties don't exist. What can be done about it? Of course, in order to better address the first of these challenges, mobility, there is a point in trying to implement a basic income on a higher scale. And the higher the scale at which you introduce it, and so the more countries are involved simultaneously, the less vulnerable you are to mobility between states and to the fiscal and social competition between states. That means if we could introduce a basic income on a world level, that would be best, because few people would be then mobile going to another planet in order to avoid redistribution within the level of the whole world. If we could introduce a basic income at the European level, at the level of the EU, it would also be better than at the level of a particular country. But of course, the more you address that challenge, the greater the heterogeneity, the diversity of the population concerns, and so therefore the greater the political feasibility. And so there's really a trade-off between economic sustainability of a general scheme and the political feasibility of it. Nevertheless, it's important to do whatever we can to have a basic income at a high level. And there are at least two contexts in which this has become particularly relevant. For example, typical example is
carbon tax, or the question of climate change, the emission rights, carbon emission rights, etc. So one suggestion that has been repeatedly made by people, is increasingly made by people, is that whether at the level of the planet, or the whole of mankind, or at the level of the European Union, the best way of handling the carbon issue consists in doing the following. It's the best because it's both efficient and fair. What do you do? You determine what's the threshold of carbon emissions you can't exceed, and you sell the emission rights to the highest bidders. The people who pollute, who produce carbon, need to buy these emission permits. Okay? Of course, they'll have to buy that, pay a price, and the price will be reflected in the price to the consumers. Eventually, of course, those who consume most will pay most of the bill. What do you do with the huge proceeds, with the huge revenues from this tax? You redistribute it equally to every human being, if you do it at the level of the whole Earth, or to every European citizen, if you do it at the European level. It is essentially the same argument as in Thomas Paine's pioneering defense of basic income, where he said, land is a common resource, it belongs to everyone, some people appropriate it, we should tax it at the competitive level and then distribute the proceeds in the form of basic income or basic endowment to all. It's exactly the same reasoning, but applied now to our common natural resource, which is the absorption capacity, the carbon absorption capacity of the atmosphere. This is just one example, not saying that it would yield a very high basic income, but there is a very strong basic income logic that is involved, whether we do that ideally at the world scale, possibly to pay a basic pension with an age differentiation just for the old throughout the world with this sort of taxation, or also at the level of the European Union. Now, it's important not to focus only on this large scale, and the room remains available also to do things at the national level. And we shouldn't be scared too quickly by right-wingers, neoliberals, or however they are called, who say, oh, don't tax too much because people will go away. In fact, there may be very good reasons not to go away, even when taxation is higher in a particular country. So we must keep thinking about what to do at the local level. And I'll just finish and by then indicating another pathway, parting from the example I just gave, to do something at a high level. And another example about which I won't say anything is what I developed yesterday in the workshop, which is that I strongly believe that the claim I made yesterday, and the paper will be available in a few days, that there is no viable Eurozone. We won't be able to save the euro in a viable way in the European Union if we don't introduce a euro dividend. And I argued for that step by step, and I really think there is a potential for a political potential for a far higher basic income than what you could finance with a Tobin tax or a carbon tax in the form of a VAT finance, EU-wide euro dividend, as I call it, basic income, that is absolutely necessary to stabilize the euro in the long term. But I just finished by focusing on the national level, and in particular with one aspect of it, because I was asked just a couple of months ago to respond to Gerhard Schröder when he came to Brussels in order to justify, to make the apology of Agenda 2010, so better known as Hartz IV. And he was invited to Brussels by our foreign minister, and I was asked to respond to him. Okay, he was very friendly when we first met. He was less friendly after I had spoken. and namely because the relevant part of what I said was as follows, that it was a bit ironical that the leader of the biggest social democratic party in Europe should, through the reforms he did unilaterally in Germany, lead to the gradual dismantlement of the welfare states in other member states. Because
problem is that I think he rightly says that his reforms, culminating in 2005 with Hartz IV, his reforms made the German economy more competitive. I think this is correct. But making it more competitive means making the other trading partners, in particular within the Eurozone, less competitive. And given that these trading partners don't have the option of devaluing their currency, they have no other option, their hands are tied, no other option than to introduce themselves more flexibility, that is, slashing in their welfare states in a far more brutal and abrupt way than Germany could do, because in Germany it was at least part of some sort of democratic process, however many protests it led to. But now Spain or Italy or Greece have to do that in a far more brutal way. And it was triggered by a reform made by a red-green coalition in the second Schröder government. So it led to that. But at the same time, there is an element in the Schröder reform which paradoxically brings us closer to a basic income. So among the figures I then looked at the time, there is one striking thing, which is that so-called Hartz IV, so Arbeitslosengeld II, if I remember correctly, so half the beneficiaries of it are people who work, who have a low-paid job at the same time. So people who, in this sense, are not trapped or not fully trapped in unemployment. Now, this is also what a basic income would want to achieve. That is, basic income can also be seen as a form of combiloan, that is, as a possibility of combining a floor of income, which is given in a secure way, with additional earnings. So in this sense, even Hartz IV, in this aspect of Hartz IV, not all aspects of Hartz IV, this aspect of Hartz IV is a pathway to basic income. But of course, it went along with the strengthening of the pressure to accept work on the part of people in those circumstances. And Schröder himself said, one thing that he didn't expect to happen, but he should have expected to happen, that he said that employers misuse the whole scheme in order to get workers into shitty jobs without any training, without any further employment prospects, just because they have no alternative to that. And there, I told in this replique, I said, and so what's the solution to that? Precisely the Grundeinkommen, which got a sort of completely unprecedented popularity in Germany after Hartz IV, thanks to Götz Werner and many other people who've been mentioned before and who are in the room, it got this popularity at the time, precisely because the big difference between this aspect, the Kombilohn aspect of Hartz IV, and a basic income, is that you give more bargaining power to the people themselves. They can choose whether to combine this floor of income with a low-paid job. If this low-paid job providing enough training has enough intrinsic quality, they can choose, and they can also choose to say no to a job in case this job provides no such prospects, in case the human relationships in that job are bad. So in this sense, there is a pathway to basic income, but of course the unconditionality, the importance of the unconditionality should be seen even by people like Schröder, because the only way, because of the fact that the dissemination of information about quality of the job in the population, the best way of making sure the good jobs are being fostered, are being encouraged, and the bad jobs are being discriminated against, is to give more bargaining power to the people. And this can be done, this is my last word, also, as you suggested, also, if the level of the basic income is not sufficient to live on it, if you are on your own, if you live in a city, this would need to be a very high basic income, but even if it's much lower, the fact that you have this unconditional basis of your income gives you more options. Not the option to live for your whole life without doing any work, but far more choice in the sort of jobs you are going to accept. And this
is important in order to fight poverty, but also in order to improve the quality of work, and even to make our society and our economy more productive in the true sense of what matters to productivity. This is what I wanted to say about my intro. So, jetzt ist ja erfreulicherweise schon viel gesagt worden. Und jetzt bleibt es bei mir, noch einen Gesichtspunkt reinzubringen, der mir ein bisschen am Herzen liegt. Stellen Sie sich doch mal vor, wir würden nur auf dem Boden liegen, ein- und ausatmen und dann sterben. Dann bräuchten wir uns nicht über unser Einkommen zu sorgen, dann bräuchten wir uns nicht über die Umwelt Sorgen machen, dann bräuchten wir uns nicht über CO2 Sorgen zu machen. Warum müssen wir uns darüber Sorgen machen? Ja, weil wir als Menschen eben nicht nur auf dem Boden liegen, sondern weil wir mit einer Idee auf die Welt kommen und die Idee, die wir mit auf die Welt gebracht haben, die uns dann zwar ins Unterbewusstsein versunken ist, aber die dann langsam auftaucht und wir in der Welt tätig werden. Wir werden in der Welt tätig, weil wir die Welt verwandeln wollen. Und das machen wir eben mit unterschiedlichem Erfolg. Und wir müssen, wenn wir in der Welt tätig werden wollen, müssen wir leben. Und weil wir leben wollen müssen, brauchen wir Güter, die wir konsumieren. Und deswegen ist auch der Ansatz, den ich zusammen mit Dr. Presse gewählt habe in diesem Buch, mal ein Beispiel darzustellen, was es heißt, wenn man das Ganze vom Konsumpol her deckt. Wir sind gewohnt, aus der Zeit der Selbstversorgung immer vom Einkommenspol her zu denken. Nachdem wir uns gar nicht mehr selbst versorgen können, das ist ja die Wende, die stattgefunden hat, die Wende in den äußeren Rahmenbedingungen, müssen wir jetzt versuchen, die Dinge herzudenken vom Konsumpol. Und dann erhebt sich eben die Frage, der mehr in Anspruch nimmt von dem, was die Welt hervorbringt, was die Mitmenschen hervorbringen, der hat auch die entsprechenden Dinge zu tragen. Das ist ein ähnliches Konzept wie bei dem CO2, was eben mein Kollege dargestellt hat. Das soll ein Beispiel sein, mal das deutlich zu machen. Gleichzeitig ist aber meine persönliche unternehmerische Erfahrung, und das ist dann auch im Laufe meiner Lebenserfahrung so zu einer Maxime geworden. Ich habe das in so einem Slogan dann zusammengefasst. Dann habe ich gesagt, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ein sehr ökonomisches Prinzip. Das immer dann, wenn man etwas in die Welt bringen will, und dann immer wenn man etwas in die Welt bringen will, braucht man ja andere Menschen, die mitstreiten. Dass man sich vorher klar wird, will denn der andere wirklich auch? Weil, wenn der andere nicht will, dann sage ich immer, so unintelligent kann gar niemand sein, dass er nicht irgendwelche Gründe findet, die dagegen sprechen. Das ist ja nur eine Frage der Intelligenz, um Gründe zu finden, die dagegen sprechen und auf die Weise das Neue, nicht nur das Neue zu verhindern, einfach gesagt. Also, es ist wirklich wichtig, dass wir uns nicht verzetteln in Auseinandersetzung mit Menschen, die eigentlich gar nicht wollen. Also, wenn ein Mensch nicht will, dass anderen Menschen Freiheitsraum zugebilligt wird, dann werden sie den für ein Grundeinkommen nie gewinnen. Auch wenn es noch so vernünftig ist. Weil das Grundeinkommen entmächtigt die Menschen. Gar keine Frage. Und zum Beispiel die Politiker, die fühlen sich verdammt mächtig. Ja, und was machen denn die Politiker, wenn die Menschen plötzlich ein Grundeinkommen haben? Die ganzen, also wenn die Menschen ein Grundeinkommen haben, dann
dann sehen die Verhältnisse ja völlig neu aus. Dann brauchen die Politiker zum Beispiel auch nicht mehr mit Subventionen operieren. Stellt mal vor, ein Politiker kann keine Subventionen mehr geben. Was der dann macht, das ist ja die, Arbeitslosigkeit in höchster Potenz. Existenzielle Krise entsteht da dann. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir berücksichtigen müssen. Und deswegen brauchen wir auch diese Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, der klar macht, dass das Grundeinkommen dem Einzelnen den Freiraum gibt, aus dem heraus er dann nach seinen Intentionen tätig werden kann und der in die Lage versetzt, Nein zu sagen, der ihn unabhängig macht. Es ist ja nichts Schlimmeres für jemand, der andere Menschen in Abhängigkeit bringen will, es mit Menschen zu tun hat, die unabhängig sind. Das ist in der persönlichen Beziehung so, das ist im Unternehmen so, das ist eben, wir finden es ja auch in der Literatur, ne? Die heißt Don Giovanni, glaube ich, ne? Das ist Schiller, ne? Also Don Carlos bei Schiller, ne? Wo er sagt, Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Freiheit ist die größte Bedrohung für die Mächtigen. Das muss man sich klar machen. Und Menschen, die mächtig sein wollen, die erleben das unterbewusst. Und die erleben dann auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens unterbewusst als eine Bedrohung. Können Sie wunderbar beobachten. Ich will jetzt wirklich, um da nicht zu provozieren, irgendwelche Namen nennen. Man kann es wunderbar beobachten. Man kann es übrigens auch, vielleicht kann es im eigenen Unternehmen sagen. Ich habe im Unternehmen mal, wir arbeiten im Unternehmen mit einer paritätischen Mitbestimmung, habe ich bewusst bei uns eingeführt, um das auch zum Erfahrungsfeld zu machen für die Menschen. Und da haben die Menschen sehr schnell gemerkt, und ich habe das dann mal so ausgedrückt im Slogan und habe gesagt, den Kollegen erkennt man erst richtig, wenn er im Betriebsrat sitzt. Und das können Sie jetzt übertragen auf vieles andere. Ne? Also dieses Anerkennen des Gleichheitsprinzips, also dieses wirklich gegenüber den Mitmenschen die gleiche Augenhöhe akzeptieren zu wollen, das behindert uns auch für das Grundeinkommen. Und diese neofeudalistischen Nachwehen, die man aller Orten beobachten kann, das ist das Problem für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Bundestagsabgeordneter, der damals, als ich dem Bundestagsabgeordneten mein Buch zugeschickt habe, vor 5 Jahren, die hat mir salopp ausgedrückt, ich muss jetzt salopp ausdrücken, geschrieben, Ihr Buch werde ich nie lesen. Kümmern Sie sich um den Zahnpastaverkauf und wir kümmern uns um die anderen Sachen. So, etwas umfassender formuliert. Aber so denken viele. Ja, das Grundeinkommen ist für viele Menschen eine Bedrohung. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das darf ich vielleicht als Mann sagen, das Grundeinkommen ist für viele Ehemänner eine Bedrohung. Und Sie können es erleben, gestern habe ich es auch gerade wieder mitgekriegt, achten Sie mal drauf, wenn Männer über das Grundeinkommen sprechen in der Familie, die tun sofort zusammenaddieren. Ich sage, ach, das Grundeinkommen ist ja klasse, ne? Habe ich schon 1.000 Euro, meine Frau 1.000 Euro, meine 3 Kinder haben 1.000 Euro, 1, 2, 3, 4, 5 sind 5.000 Euro. Meinen Sie? Ich habe dann mal zu einem gesagt, nee, das ist, Sie haben 1.000 Euro. Die anderen 1.000 Euro, die Ihre Frau. Und Sie zusammen sind verantwortlich für die 3.000 Euro, jeweils 1.000 Euro Ihrer Kinder. Nein, das ist eigentlich das Problem, was wir haben. Und da müssen wir dran arbeiten.
das Beispiel im Buch, das soll ich jetzt mal zeigen, wie man, wenn man die Sache vom Konsumpol her denkt, wie man dann das langsam aufbauen kann. Und ich habe doch ein zweites Motto in meinem Leben. Wenn man Unternehmer ist, muss man ja ständig das Unternehmen neu gebären. Ne? Also sage ich mal, jeder Tag ist ein Beginn von vorne. Und dann sage ich immer, wir müssen die Dinge revolutionär denken. Das tut man ja jetzt. Überlegen, was runterkommt, das ist eine Revolution. Aber evolutionär umsetzen heißt dann, die Menschen ganz sensibel, ganz liebevoll dort abholen, wo sie sind. Das ist das Schwierige. Das neue Denken, das ist ja leicht. Aber das Neue dann in das Bestehende integrieren, das kann ich Ihnen aus dem Unternehmen sagen, das ist unglaublich schwierig. Viele gut gedachte Dinge, die gehen in die Irre, weil sie dann ohne soziale Kompetenz umgesetzt werden. Und das Hartz IV ist halt ein wunderschönes Beispiel dafür. Die Agenda, weil Sie gerade hier unseren Freund Schröder da angesprochen haben, in Anführungszeichen, ja, das ist etwas, was dürftig gedacht ist. Dürftig gedacht. Aber rabiat umgesetzt. Das ist genau das Gegenteil von revolutionär denken und evolutionär umsetzen. Es ist eigentlich zu wenig gedacht worden und es ist zu rabiat umgesetzt worden. Und das führt dann zu unsäglichem Leid für viele, viele Brüder und Schwestern in unserer Gesellschaft. Das ist das Gegenteil von liebevoll. Und mit dem Problem haben wir heute zu tun. Und jetzt kann man wieder sagen, Gott sei Dank haben wir mit dem Problem zu tun. Denn ich glaube, wir hätten nicht die Resonanz in der Gesellschaft, wenn viele Menschen dann doch auch mehr oder weniger bewusst verspüren und sagen, nein, so geht es aber dann wirklich nicht weiter. Und immer dann, wenn ein Mensch zu der Erkenntnis kommt, zu der Herzenserkenntnis kommt, so geht es nicht weiter, ja, dann ist Wendezeit angesagt. Und diesen Effekt müssen wir nutzen, aber wir dürfen das nicht, ich habe noch so ein zweites Prinzip, das sagt, das hatte mein Trainer vor 50 Jahren, Sie wissen, vor 50 Jahren, also 1961, 62, 63, 64 hatte ich diesen Trainer, das war ein kluger Handwerker, ein kluger Handwerker. Die Handwerker stehen ja beide auf dem Boden und wir waren damals 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Wir waren natürlich begeistert von Brigitte Bardot. Ne? Das war für uns Jugendliche natürlich was besonders Spannendes. Und er sagte dann immer zu uns, BB heißt nicht Brigitte Bardot. Dann sagte er BB, das war dann bei uns bei der M immer ein geflügeltes Wort, BB heißt beharrlich in Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung. Und ich muss Ihnen sagen, zurückblicken, alles was schief geht, ich sage inzwischen alles was schief geht, es liegt meistens daran, ungeduldig im Bemühen, anspruchsvoll in der Erfolgserwartung. Genau das Gegenteil. Wir müssen immer wieder versuchen, die Herzen der Menschen zu gewinnen für diese kopernikanische Wende, in der Art auf die Gesellschaft zu gucken und gleichzeitig natürlich uns Gedanken machen, ja, wie könnte man es dann, aber eben nicht fixiert oder schon festgelegt, wie könnte man es dann sozusagen entwurfsmäßig, wie könnte es man dann umsetzen? Natürlich gibt es dann, habe ich schon Vorträge gehalten, da hat jemand gefragt, ja, wie wird es dann ausgezahlt? Das bedingungslose Grundeinkommen. Sage ich, naja, also wenn das jetzt Ihr Problem ist, ich sage, dann verspreche ich Ihnen, dass wir dafür eine Lösung finden. Also, natürlich, viele Menschen sind da ganz zappelig und er kann es auch gar nicht erwarten, bis er das Grundeinkommen bekommt. Warum? Das muss er ja auch, weil er weiß ja gar nicht, ob er wieder gewählt wird. Ne? Also das Grundeinkommen hat schon einen Charme, ne? wenn man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass andere einen wählen oder dass andere weiterhin so gnädig sind, um einen das Einkommen zu gönnen. Ne? Weil wir wissen inzwischen selbst, wir brauchen das Einkommen. Ohne Einkommen geht es nicht. Das ist eine existenzielle Frage. Ja.
auch wenn das Grundeinkommen klein, viele sagen ja, sie sind schon so, festgelegt, dass sie sagen, ja, wenn das Grundeinkommen nicht mindestens ist, dann will ich lieber überhaupt keins haben. Haben Sie vielleicht auch schon gehört, ne? Dann sage ich, nein. Wenn wir erst einmal denken können, dass man ein Einkommen bekommt, ohne dass man was dafür tun muss. Und da kann man leicht einknüpfen, da kann man das Kindergeld nehmen, da kann man die garantierte Grundrente nehmen, da gibt es viele Beispiele. Viele grundeinkommensähnliche Verfahrensweisen in unserer Gesellschaft haben wir, die wir nur mit einem neuen Bewusstsein ergreifen müssen und von denen ausgehen, wir es aufbauen können. Ausbauen können. Das wäre sozusagen die kreative Antwort auf die Frage, wie man es dann evolutionär einführt. Weil radikal geht es nicht. Verstehen Sie, Sie können jetzt nicht hergehen und können sagen, also wenn ich über die Einkommensteuer komme, kann ich nicht sagen, na gut, dann erhöhen wir mal auf die Steuersätze auf 60, 70, 80 Prozent. Ja, dann werden Sie so Menschen in Deutschland gar nicht mehr finden. Das geht verdammt schnell. Wir können auch nicht hergehen und können sagen, wir machen es über eine, jede Steuer, die Sie erfinden, die führt zu Steuervermeidungstatbeständen. Ja, und nirgends ist der Mensch engagierter dabei. In der Frage, nirgends setzt da mehr Kreativität ein und auch mehr Risiko. In der Frage, wie vermeide ich Steuern zu bezahlen? Weil die Steuer wird als ein Raub betrachtet. Das kommt noch von dem Finanzminister Colbert, Finanzminister von Ludwig XIV., der sagte, Steuer erheben heißt, eine Gans zu rupfen, ohne dass sie schreit. Solange wir dieses Prinzip haben und jetzt sagen, Steuer ist eigentlich ein Geschenk an die Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft das tun kann, was sie braucht. Das wäre die Umwendung. In dem Sinne möchte ich meine Ausführung schließen und Ihnen endlich die Gelegenheit geben, zu Wort zu kommen. Ja, ich wollte anknüpfen an der Bedrohungssituation, die Herr Werner beschrieben hat, und wollte das von der anderen Seite her beleuchten, weil ich glaube, dass das Grundeinkommen ein bestimmter Teil ist in einer Veränderung, die notwendig ist. Und zwar habe ich das erlebt in Beteiligungsverfahren, in denen die Bewohner eines Stadtteils selbstständig über Haushaltstitel entschieden haben, und zwar in einem Verfahren, das ein Konsensverfahren war. Das war ein sehr effektives und effizientes Verfahren, weil wirklich die unterschiedlichen Kompetenzen der Menschen mit einbezogen werden konnten, die unterschiedlichen Interessen der Menschen mit einbezogen werden konnten und die unterschiedlichen Wissenshintergründe der Menschen mit einbezogen werden konnten. Ich glaube, das ist etwas, was im Moment auch über das Internet immer mehr auch im globalen Rahmen eine Rolle spielt, dass immer mehr Menschen mehr Zugang zu Wissen haben, auf vielfältige Art und Weise ihre Interessen formulieren können. Und was ich erlebt habe, ist, dass gerade die Politiker, die am meisten dadurch gewonnen haben, sich am meisten davor gefürchtet haben, dieses Verfahren weiterzumachen. Von daher glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, auf dieser Ebene der Diskussion um den Nutzen von Grundeinkommen, um den Nutzen von Beteiligungsverfahren miteinander zu reden und auch zu gucken, dass wirklich die Menschen stärker in die Entscheidungsfähigkeit kommen können, weil wir, glaube ich, nur so die Komplexität dieser Welt in Zukunft vernünftig regeln können. Been thinking about this for a long time. I was almost a founder member of the Green Party in England, and my idea was that we've got to save the planet, and how are we going to do it? And it was in response to that I started thinking about the basic income as the answer to that you've got to have social justice. Now, I've been thinking about the problems outlined by Philip and by Mr. Werner. It is complicated, and I've been forced to take a step back.
rather than particularly, I was particularly concerned by what happened in the Swedish Parliament in 1911. I don't know if the speakers are aware of this, but they did have a fully costed scheme for the basic income, which they had to withdraw because the coalition partners that they were supporting said, I'm sorry, we can't sell this to the electorate at this stage. You must withdraw it. So it's got to be at very much at the level of the of a thought experiment, which has got to go viral worldwide to answer the problems that both Philip and Gotts have outlined. Where I would start, there's got to be two stages. Obviously, developing countries such as Brazil have got to and Namibia have got to adopt one way. I am suggesting another way for us in the developed world, and that is, I personally want to save the planet, but you can forget that. Just concentrate the people who are in the poverty trap caused by means testing, Bedürfnisprüfung, yes. And the thing is, if we could get a world movement, at least amongst the people at the bottom of the pile who are in the poverty trap in the developed world, going around places like Trafalgar Square with banners up saying, we are not scroungers, we are making a rational decision, then we would this we could begin to get somewhere. Thank you. Ja, es ist was gesagt worden über den graduellen Fortschritt, auch bei dem partiellen Grundeinkommen. Philipp von Peres hat das gesagt, dass die Bargaining Power dann größer ist, auch wenn man nur ein wenig kriegt. Ich will das unterstützen. Graduellen Fortschritt gibt es auch, wenn wir das Grundeinkommen teilweise über Ressourcenabgaben finanzieren, wie das Philipp ja auch vorgeschlagen hat über Ausschüttung von Emissionshandel. Dann haben wir nämlich auch einen graduellen Fortschritt bei der Veränderung der relativen Preise. Die Dinge, die dann mit mehr Umweltverbrauch hergestellt sind, sind teurer und es bewirkt, dass die Leute anders konsumieren. Und auch das ist ein wichtiger gradueller Fortschritt. Zwei Punkte, ganz kurz. Ich bezweifle ein wenig, ob die Einführung eines partiellen Grundeinkommens, zum Beispiel von 100 Euro pro Monat, ob der Aufwand und Ertrag im richtigen Verhältnis stimmt. Es wird ein riesen bürokratischer Aufwand sein, diese 100 Euro mit allen anderen Einkommen irgendwie abzugleichen, zu verrechnen. Auf der anderen Seite, es ist nur eine sehr kleine Gruppe, denen es wirklich was hilft. Das sind gerade die, die vielleicht einen Tick zu wenig verdienen, die gerade diesen Aufpreis, dieses Aufgeld brauchen. Für viele wird das nicht wirklich was bringen. Deswegen zum zweiten Punkt, Hartz IV haben Sie genannt und besprochen. Und Hartz IV ist ja nicht nur deshalb schlecht, weil es für die betroffenen Leute zu wenig ist, sondern weil es bedroht ist. Also bei Nicht-Mitmachen, bei sich den Anordnungen des Jobcenters widersetzen, wird gekürzt, im Wiederholungsfall auf null. Also die Sanktionen sind eigentlich eigentlich das wirklich Inhumane an Hartz IV. Und ich bin mir sicher, dass das in dem Buch drin vorkommt, dass die Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung Grundeinkommen ist. Ich habe auch schon Vorträge gehalten über das Grundeinkommen, weil ich denke, man muss diesen Pilz wirklich in die Köpfe der Menschen reinsetzen und habe immer wieder festgestellt, dass es wirklich eine Bewusstseinsfrage ist. Also die Kernfrage ist immer das Menschenbild. Ich war wirklich erstaunt, auch von Leuten, die ich ganz anders kenne, bei dieser Frage sagen sie, das ist kompletter Blödsinn, das ist völlig unmöglich. Und es ist wirklich, wenn man den Menschen grundsätzlich für dumm, faul und frech hält, dann muss man gegen das Grundeinkommen sein. Und das ist nicht eine Frage, ob man dieses Menschenbild hat. Es hat hier irgendjemand erwähnt, den Neofeudalismus. Es ist der alte Feudalismus, der immer noch in unseren Köpfen sitzt. Wir hatten vor 100 Jahren noch den Feudalismus, noch einen Kaiser. Und da sind wir lange noch nicht raus. Wir hatten auch vor 100 Jahren noch das Sklaventum. Die Hausangestellte um 1900 waren Sklaven. Ja? Und dieses Wissen sitzt immer noch drin und die Leute, die dagegen sind, die eigentlich dafür sein müssten, die wollen alle lieber König sein, ja? Die wollen lieber alle Adel sein als freie Bürger. Und das ist die Bewusstseinsarbeit, die geleistet werden muss. Und das andere
kommt dann von selber, wie Sie eben sagen. Ich hätte gerne zwei Fragen an unseren Bundesabgeordneten und an unseren Unternehmer. Ich gehöre auch zu den Ungeduldigen, gebe ich offen zu. Und ich bin durchaus interessiert, wie dieser, sagen wir mal, weiche Prozess in Deutschland in konkrete Schritte münden würde. Denn ich bin auch daran interessiert, das Grundeinkommen noch zu erleben. Und ich arbeite in der Dienstleistungsbranche an einem Siemens-Standort und ich kann ganz offen sagen, das ist kein Unternehmen, wo es wirklich BGE-Anhänger gibt. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, Leute, die, sagen wir mal, einen gewissen Standard im Leben erreicht zu haben, dahin zu bringen, überhaupt sich von dieser Idee anziehen zu lassen. Und ich glaube persönlich, dass es notwendig ist, eine, sagen wir mal, doch entsprechende Masse in Deutschland von der Idee zu mobilisieren und zu begeistern. Und dafür persönlich bin ich der Meinung, dass man vielleicht doch etwas, sagen wir mal, intensiver und aktionsreicher handeln müsste, als nur im persönlichen Gespräch. Ich würde deswegen auch gerne an unseren Bundesabgeordneten die Frage stellen, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, dass die großen Parteien, die das Thema wenigstens in der Öffentlichkeit weitestgehend ignorieren, welche Wege es dazu geben würde, das BGE wirklich in eine öffentliche, breite Diskussion zu stellen, damit auch nicht nur elitäre Kreise wie hier vorhanden sich damit auseinandersetzen, sondern dass es einfach allgemein ein Gesprächsthema wird. Danke. Wir sprechen hier vom Lernen durch Einsicht. Es ist aber ein zweites Lernen möglicherweise notwendig, das Lernen durch die Katastrophe. Es kann passieren, dass uns die Katastrophe so weit überholt, dass wir das Lernen durch Einsicht nicht mehr erleben. Die Katastrophe dahingehend, dass wenn sich der Zinseszins langsam in die Senkrechte bewegt, unsere Wirtschaft entweder explodiert oder implodiert oder beides. Und das ist meine Frage an die Referenten. Wie sehen Sie das Lernen durch die Katastrophe? Sind wir darauf vorbereitet? Ja, also ich habe ja da eine direkte Frage an mich und die Frage mit der Katastrophe ist nochmal, oder Krise würde ich sagen, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Also das erste ist Debatte anstoßen vom Bundestag, von den großen Parteien aus. Ich glaube, dass die Diskussion von unten kommen muss. Dass jeder im persönlichen Umfeld darüber diskutieren muss, erklären muss, was ist das Grundeinkommen, und dann fängt das Rattern an und Denken an. Und bei manchen, ich erlebe das oft in Vorträgen, macht es dann Klick und häufig entsteht dann ein Lächeln auf dem Gesicht. Das passiert bei anderen Themen, wenn ich über Eurokrise oder Renten oder sowas rede, nie. Beim Grundeinkommen passiert das manchmal. Aber es ist meines Erachtens nicht nur wichtig, im Kopf was zu ändern. Also ich erlebe viele Menschen, die jetzt nicht zu denen gehören, die jetzt sagen, Hartz IV ist toll und wir müssen die Menschen drangsalieren und sanktionieren, damit die überhaupt aktiv werden, sondern die schon sagen, jeder Mensch braucht ein Mindesteinkommen, um leben zu können, und wir müssen die Freiheitsspielräume der Menschen auch erweitern, die aber trotzdem gegen ein Grundeinkommen sind. Und die Menschen würde ich gerne gewinnen können. Das ist klar, die anderen, die kriegt man nicht. Aber die skeptisch sind, die Fragen haben, die hätte ich gerne auch. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Finanzierbarkeit ist immer eine. Da gibt es Millionen oder zig Finanzierungsrechnungen, die aber für die Menschen nicht unbedingt durchschaubar sind. Dann gibt es die Frage, wie ist das denn mit der Beschäftigungsentwicklung in Arbeitsanreizen? Und da haben wir als Grundeinkommensbefürworter sozusagen ein kleines Problem, weil es da Arbeitsanreizeffekte gibt, die wir gut finden. Das Grundeinkommen hat einerseits einen positiven Beschäftigungseffekt, weil jeder Euro, den man verdient, den hat man zusätzlich. Das führt dazu, dass die Menschen eher gerne erwerbstätig sein wollen. Aber Ziel des Grundeinkommens ist es auch, zu ermöglichen, weniger zu arbeiten, oder auch mal eine Zeit lang nicht gegen Geld zumindest zu arbeiten. Und da sagen manche Leute, ja gut, wenn man das zusammenzählt, kann das auch sein, dass der Kuchen, der insgesamt zu verteilen wird, kleiner wird und damit bricht die Finanzierungsbasis des Grundeinkommens zusammen. Ich glaube das nicht und Philipp und Götz-Werner glauben das wahrscheinlich auch nicht. Aber man muss dieses Argument ernst nehmen. Und dann gibt es im politischen Bereich noch so ein Argument, ja, glaubt ihr das ja. Es ist finanzierbar und auch die Beschäftigung bricht nicht zusammen. Aber das ist so ein großes Rad, Grundeinkommen, das kriegen wir hier nie hin. Und dann gibt es noch ein viertes Argument, häufig von Linken,
vorgebracht, die sagen, Moment, Vorsicht, seid ja nicht nur ihr, ihr seid ja gutwillig und ihr wollt ein gutes Grundeinkommen und noch andere Sozialleistungen, in der Regel obendrauf, eine vernünftige Krankenversicherung, vielleicht sogar eine Rente zusätzlich. Aber es gibt auch die anderen. Es gibt die Leute, à la Milton Friedman, Grundeinkommen, die sagen, ganz niedriges Grundeinkommen unter der Armutsgrenze und sonst nichts mehr. Gefahr könnte doch bestehen, wenn man sagt, Grundeinkommen auf einen Schlag, dass dann das Sozialniveau eher abgesenkt wird und man am Ende, obwohl ihr mehr soziale Gerechtigkeit wollt, mit weniger sozialer Gerechtigkeit landet. Auf alle diese Probleme ist meine Antwort schrittweise einführen. Zeigen, es geht, es ist finanzierbar, es hat Arbeitsanreizwirkungen, die das Ding nicht kaputt machen. Es führt nicht dazu, dass anderswo Sozialabbau passiert und in handhabbare Stücke zerteilen, die auch für die Politik dann machbar und umsetzbar sind. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesem schrittweisen Vorgehen und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen. Robert und andere haben die Idee des partiellen Grundeinkommens angesprochen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt wäre, zu sagen, also der Vorschlag, den ich da mache in dem Buch, den wir bei den Grünen mal diskutiert haben, der Landesverband Baden-Württemberg hat das mal eingebracht in den Bundesparteitag, hat aber 42% Zustimmung gekriegt, leider keine Mehrheit, zu sagen, das, was wir als Hartz-IV-Regelsatz haben wollen, und das sind ja, die Grünen sagen, mehr als die 380 Euro, die es da jetzt ungefähr gibt, die geben wir allen als Grundeinkommen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt wäre und ein wichtiger Signal, zu sagen, jeder kriegt diesen Regelbedarf, den man braucht, automatisch vom Staat garantiert. Und Robert hat gesagt, ja, was ist denn mit 100 Euro oder 200 Euro? Und dann gibt es ja die Idee dieser Euro-Dividende, die ich sehr gut finde. Und ich glaube, wenn jeder Mensch von der Europäischen Union jeden Monat 100 Euro überwiesen kriegen würde, ich glaube, dann wäre die Haltung zu Brüssel und den europäischen Institutionen eine ganz andere als die wir jetzt haben. Jetzt ist es ja so, dass jeder lehnt die EU ab. In den Krisenländern wird die EU abgelehnt, weil sie halt drangsaliert werden durch alle möglichen Auflagen. Und bei uns wird die EU abgelehnt, weil wir dauernd diese Kredite geben müssen, also jetzt in der Bevölkerung. Ich glaube, das würde sich umkehren, wenn man tatsächlich, wenn jeder Mensch von der EU was kriegen würde. Dann hätte man es nämlich in der Tasche. Die EU ist ja auch für was gut. Ich glaube, dass auch diese kleinen Schritte sehr viel bringen, insbesondere in dem Bewusstsein, dass das Grundeinkommen geht. Und viele sagen, ja, tolle Idee, aber geht denn das? Und darauf müssen wir eine Antwort geben. Und das geht meines Erachtens nur dadurch, dass man es macht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. I strongly agree with what he just said. You have to remember the history of social policy in this country, which was the pioneering country in terms of welfare state in the world. The Bismarck's pension system was a crucial way of getting loyalty of the part and support, commitment on the part of the whole of the German population, that is, all the various bits and pieces that were unified into Germany under Bismarck. It was a crucial piece to get this allegiance, to have this first pension system where every German was sort of related to the nation in the process of being built through this connection. Now, at a more modest and very different way, having something like a euro dividend as a sort of tangible expression of what every European citizen is supposed to owe to the process of unification. What a European Union is an incredible thing. We really, the Germans and the French, the few people who, after the First World War, managed to create the first European institutions instead of getting into the same sort of mess as after the First World War. Well, this is a fantastic enterprise
that brought all sorts of benefit, or supposed to bring all sorts of benefits to every single member of the European Union. But sometimes there are losers in that process, and in some countries, in some regions more than others, and having this sort of little token that shows that there is at least one tangible benefit coming from the European Union, indeed, I believe, would create a different relationship to the European Union itself. But secondly, also in support of the going about it strictwiser, so in steps, it's, and it's also related to what Chris Lord said, and I'm struck by the fact that in the places where you have a real basic income, be it at a modest level, it came in not as a sort of grand project because they really wanted a basic income, but as a way of solving a different sort of problem. And so the first case was Alaska, where in fact initially they didn't want a basic income, they just wanted to associate all future generations of Alaskans to the revenues of the oil now. And so and the Republican governor of Alaska initially wanted something that would not be given equally to everyone, but that would depend on the number of years spent in Alaska and so on. But it was not meant as a social policy, so it was really meant as a way of preserving a fund to the benefit of future Alaskans. Similarly, the more recent example last year, the introduction of a basic income in Iran, so which is a fascinating story, came up because they wanted to raise considerably the price of oil on the domestic market to bring it in line with the international price. But that would have meant, of course, a considerable increase in the cost of living for many people, including the poor. They thought, why don't we introduce then a means-tested system? Means-tested system proved out to be unworkable, and so they introduced a modest basic income to compensate this increase in the price of oil. And of course, in these two cases, then you have the sort of the pipes in place, the mechanism in place, and then which offers the potential then for future increases, because every single citizen has a way of getting this money, getting this payment. I believe that the Eurozone, stability of the Eurozone argument would also be a way of getting into a basic income through solving, because it's the only way of plausibly solving and realistically solving a problem of a different kind. In that case, simply the survival of the Euros. But in all these ways, I think we shouldn't be too fussy, too choosy about the way of going forward. I strongly believe, as Goetz does, in the importance of having a vision. You need to know in what direction you want to go for your country, for your city, and for the world. You need to have that. But at the same time, you need to be an opportunist. That is, you need to take advantage of the opportunities that arise. Finally, then, a brief answer to two questions related to abolishing the sanctions that have been strengthened when Hafsir was introduced, but at the same time the demonstration on Trafalgar Square or Brandenburger Tor or whatever, in order to say we want to you to see that we are behaving rationally by refusing jobs, and that was the idea. For me, and that's really crucial, I believe, in the whole of the basic income movement, as it's important to ask for these two things simultaneously, the universality and the unconditionality. Because the problem is, if you don't have the universality, that is, you have the means test, and you have unconditionality, that is, you have Hartz IV without the sanctions. What happens? You have these people to whom you give cash, and then you say, and don't bother us. You are just excluded from the labor market. We know that you what you get by way of benefit is less than what you would get in the labor market, but just shut up, okay? We give you that money, you'll never get access, and just content yourself with that. And that's if you have the unconditionality without universality. If you have the universality without the unconditionality, which is you give it to everyone, but you say you only get the income if you work, then, of course, you subsidize shitty jobs. You force people to work, you give them a subsidy for every low-paid job, but the people don't have the bargaining power there. That they have to accept. So what we need is to combine, and what's key really in our struggle, even though sometimes we need to move forward on the unconditionality side first, or we need to push on the universality, and so and we need to do it, but the combination of the two is crucial, because
That means that that gives you, and the combination gives you the possibility to say yes and to say no. To say yes, because you have this subsidy, even to jobs that are low paid, but that are interesting, internships, things that bring you training, etc. On the one hand, cooperatives take some risks in your life, etc. So universality is important. And then conditionality is important because that enables you to say no. It enables you to say yes to a lovely job at the AM, which is pleasant, with a nice boss, etc. And it enables you to say no when you have a shitty boss who is even worse than your husband, right? So that, and so these two things must go together. And finally, on the saving the planet and catastrophes and so on, my own way in which I came to basic income in the early 80s was really closely related to what Chris said, which is that as I thought people who were concerned about the planet, this was not so long after the Club of Rome, etc., people concerned about that, at the same time had to be concerned about social justice. We couldn't just say, well, forget about unemployment, all that, we need to have less growth and in order to save the planet. No, we had to find a solution to the problem of sustained unemployment for a large part of the population without going for crazy growth, without having this productivity increasing all the time, then needing to grow and to have the output growing even faster than productivity in order to absorb all the unemployed. And so the basic income then came to me. I had to invent a word in French, an expression in French, because no one had ever discussed it in French, and I only gradually discovered that other people had come up with these ideas before in other places. But the idea was really that we needed then to have part of the output distributed to people in an unconditional way, so that work could be shared in a flexible way, rather than, and so some involuntary unemployment could be turned into voluntary unemployment thanks to this floor of income that would be given unconditionally. So that this idea of saving the planet through breaking the grand coalition, left and right wanting more and more growth because that was the only solution to employment, basic income was a key element in it. The second, there is now, to me, something that wasn't present for me at the time, but something that has become, for me, a very important conviction too, is the following, that's my last word, which is saving the planet, so in a fair way, means making it possible for all people in the world to have a decent life. Now, what does that mean when you see what the level of productivity is in Africa, for example, in the Congo, which is a country which I, the African country I know best? I mean, getting the level of productivity there to at a sufficiently high level to enable people through their own work and resources to have a decent standard of living is just out of the question for this century. It's out of the question for the next century because of the extremely slow progress we can expect in terms of the rule of law, the local institutions, for all sorts of reasons into which I can't go, and also for reasons related to the very sort of dynamic demographic expansion of these countries, joined with the terrible climatic conditions in terms of simply the physical possibility of working there without air conditioning, which will be impossible to pay. Therefore, if we don't want to have half the African population moving to Europe, and if we don't want to leave the African population to a terrible state of poverty, something like worldwide transfers will be necessary. Some of what we produce in the North, be it in the form of technologies, etc., will have to be, structurally, recurrently transferred to other places. And that's back also to my euro dividend for the eurozone argument. The only conceivable way of having a worldwide or a transnational redistributive system must be very rough, very simple. We'll never have a worldwide or European welfare state. We'll never have a means-tested system because the means test is so difficult to administer in a uniform way, and because it provides bad incentives to the countries to have many poor in order to keep having cash.
So the only sensible way of having a transnational redistribution is in the form of a basic income. So for the second reason, distinct from the first one, I believe that basic income and progressing in all sorts of ways, streetwise, towards a basic income is essential for the survival of our planet and for a survival that is fair and that is really sustainable. Thank you. Den letzten beißt die Zeit. Deswegen ganz kurz, ist wieder schon alles gesagt worden. Aber ich wollte nochmal auf die Frage antworten mit Lernen durch Einsicht oder Lernen durch Katastrophe. Und da ist für mich ein wunderbares Beispiel die Angela Merkel. Ne? Das ist ja wirklich eine sehr intelligente und machtbewusste Frau. Die ist Naturwissenschaftlerin und Physikerin. Sie muss eigentlich wissen, was für Probleme entstehen, wenn man massenweise, Anführungszeichen, Atomkraftwerke betreibt. Also die Einsicht war ja eigentlich gegeben. Aber sie brauchte die Katastrophe von Fukushima, um dann wirklich in ihrer Politik eine Wende durchzusetzen, die dazu geführt hat, dass wir da jetzt andere Perspektiven haben. Hoffentlich bleibt es dabei. Und dann vielleicht noch ein zweiter Gesichtspunkt, was Sie an sich selbst beobachten können. Was wir nicht träumen können, können wir nicht denken. Was wir nicht denken können, können wir nicht wollen. Und was wir nicht wollen, dürfen wir nicht tun. Und wenn Sie was wollen, was Sie nicht gedacht haben, dann gibt es ein Problem. Und das ist leider weit verbreitet. Diese Ideologien, diese Anfälligkeit an Ideologien, oder umgekehrt könnte man auch sagen, die Anfälligkeit an Ideologien ist ja eigentlich unsere Denkfaulheit. Und die führt dazu, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich bei Licht sehen gar nicht wollen. Und wir gar nicht selbst gedacht haben. Das ist unser Problem und da muss man bei sich selbst anfangen. Ne? Gibt es einen schönen Spruch von Goethe? Finden Sie in den Geheimnissen? Das sind eigentlich zwei. Nehmen die zwei. Das sind zwei kurze Sprüche, die gehören zusammen. Wenn einem Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder. Also jetzt Goethe. Ne? Wenn einem Menschen die Natur erhoben, ist es kein Wunder, dass ihm viel gelingt. Man muss in ihm die Macht des Schöpfers loben, der schwachen Ton zu solcher Leistung bringt. Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben die sauerste besteht, sich selbst bezwingt, dann kann man ihn mit Freuden anderen zeigen und sagen, das ist er, das ist sein Eigen. Denn alle Kraft dringt vorwärts in die Weite, zu leben und zu wirken hier und dort. Dagegen engt und hemmt von jeder Seite der Strom der Welt und reißt uns mit sich fort. In diesem inneren Sturm und äußeren Streite vernimmt der Mensch ein schwer verstanden Wort. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich verbindet. Ich habe gehört, dass der Herr Werner gesagt hat, das BGE könnte eine Rahmenbedingung sein, damit Menschen wieder lernen, in Freiheit auch mal Nein zu sagen, in Freiheit ein selbstermächtigtes Leben zu führen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich habe gehört, dass der Weg dorthin ist, ein liebevoller und wertschätzender Umgang mit denen, die wir gewinnen wollen. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine Wenn-Dann-Verknüpfung gehört. Das heißt, erst wenn es das BGE gibt, also erst wenn es das Grundeinkommen wirklich gäbe, dann können wir starten mit selbstermächtigten, freien Menschen. Und ich glaube nicht an Wenn-Dann-Verknüpfungen. Meine Aufgabe ist es, oder so sehe ich sie auch, in jeder Rahmenbedingung, egal wie das jetzt gerade ist, Menschen dazu zu bringen, frei zu sein, selbstermächtigt und selbstwirksam tun und wirken zu können. Und von daher würde ich eher auffordern, dass wir das BGE als politisches Ziel, das ist eins, das Freiheit unterstützt und mauern kann, aber ein liebevoller, wertschätzender Umgang miteinander, Menschen zu ermächtigen, das können wir eigentlich jetzt schon anfangen. Genau. Congratulations to you all. And in the beginning of this 10 o'clock session, I was at the
representation of the local experience of Santo Antônio do Pinhal in Brazil, 6,600 inhabitants, municipality. And so I was listening here to the proposal of the Euro basic income to all the Europeans, and I think that's a great proposal. But to what extent you should give incentives, and if you have a community that would like to start a basic income, like in Ochevero, like in Santo Antônio do Pinhal, or in Alaska, at the same time that you also would like to have it for Europe and for the Earth, and the Europeans to help the Africans and the Americans to help. I think that, well, my question is, to what extent and how can we combine at the same time the local experiences with the continental experiences? For example, I always have in mind that since I don't like the walls, for example, that separates the United States from Mexico and the rest of Latin America, I always say is that on the day that we will have a basic income from Alaska to the Patagon, we won't have the need of any more walls. And so that's my question, how we should stimulate all kinds of basic income experiences, even in a 1,000 village like Ochevero, but also in Europe. But I would like to listen to your reflection on that. Thank you very much. Ich versuche mir immer vorzustellen, was wohl den griechischen Bürgern mit den griechischen Bürgern passieren würde, wenn sie diesen riesigen Euro-Schutzschirm nun als ein Grundeinkommen ausbezahlt kriegen würden. Ich stelle mir vor, die würden aktiv werden und die Wirtschaft würde in kleinen Bereichen anfangen. Und ich stelle mir vor, dass das eine glücklichere Lösung wäre, als das von Regierung zu Regierung weiterzuhalten. Ich bin in der ganzen Runde eigentlich ein Testobjekt im Sinne von, ich bin vom Sepp Kustacher von Südtirol herausgeholt worden. Und ich merke, ich arbeite in der Entwicklungszusammenarbeit mit eben Kongo, Äthiopien. Ich lebe in Südtirol und merke dort, dass die Landwirte in der Situation sind, die kleinen Landwirte, die Biolandwirte in der Situation sind, dass sie gezwungen werden, nicht auf Grund und Boden zu schauen, wie sie es gern würden, weil sie Investitionen machen müssen, die sie dann abhängig machen. Und also für mich, ich merke, mein Herzensanliegen ist einmal Grundeinkommen für die kleine Landwirtschaft in Südtirol. Aber ganz, also ich bin ganz dankbar um den letzten Beitrag, der mir den Mut gemacht hat, auch herauszukommen. Wirklich die globale Dimension von dem Ganzen. Und ich würde irrsinnig gern, ich habe ziemlich freie Hand in kleinen Projekten in Afrika. Und ich habe jetzt im November in Äthiopien eine Mehrländerkonferenz zum Thema nachhaltige Landwirtschaft aus der Perspektive der Landwirte in Afrika, wo Südtirol mitkommen, da sind es über 20 Leute, und ich merke, dass da was anklopft, das auch mit dem Grundeinkommen was zu tun hat. Und es ist mir aber nicht klar, wie ich das konkret einfließen lassen könnte in ein kleines Projekt, zum Beispiel in DRC oder in Äthiopien. Und wenn mir da irgendjemand aus dieser gemeinsamen Intelligenz was beitragen kann, bin ich sehr dankbar in der Kaffeepause. Ich brauche da noch einen. Hier ist das grundlegende Problem angesprochen worden, was wir auch alle haben. Die Verkoppelung von Arbeit und Einkommen. Und das führt dann
in der Entwicklungshilfe dazu, dass wir nicht den Menschen helfen, sondern dass wir meinen, wir müssten dafür sorgen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist das gleiche Problem, was wir auch haben. Und das führt dann dazu, dass in der Entwicklungshilfe die Gelder in die Taschen der Eliten fließen. Weil wer soll denn sonst die Arbeitsplätze schaffen? Die auch dafür befähigt sind. Aber was machen die? Da gehen dann die Hälfte auf die Schweizer Konten und die andere Hälfte wird in Arbeitsplätze investiert, die wiederum den europäischen oder den amerikanischen Markt versorgen und nicht für konsumfähige Güter in dem Land sind. Das ist das Problem. Das ist nur unser Denken. Wenn wir uns dazu durchringen könnten, dass wir sagen, Entwicklungshilfe kann man nur dem einzelnen Individuum geben, dann hätte das eine ganz andere Situation. Dann hätten wir Tausende von Otregos. Das wäre eine Entwicklungshilfe. Und das andere führt nur zur Korrumpierung und zu dem, was wir heute sehen können. Ne? Und zu großen Geldbeständen, meistens in Schweizer Franken. Ne? I'll address two questions. First, comment on the Greek question. So, proposing a euro dividend, which would imply an automatic transfer when things go worse in a particular country from the other member states, this is not a sort of radical revolutionary proposal. It's something that's happening all the time in the United States of America. So when Michigan has a catastrophic decline as a result of the crisis in the car industry, when Vermont has a steady decline as a result of being a remote place, difficult to access from the big metropolis, automatically the American welfare state, which is organized at a federal level, transfers money from all the other states into those states. And the reason why the dollar could survive for two centuries, covering all these states with very, very different from each other, some growing very fast, some declining very fast, the reason why it could be sustained, despite the fact that these very different states don't have their single currencies, is that you have a massive transfer operating at the level of the United States as a whole. In Europe, the transfer system across states is 40 times tinier than what happens in the United States. So that this buffering mechanism, which would be offered by euro dividend to Greece or to other countries which at some point go worse, is something that's not radically new. It's radically new in its form, because this is the only form that is realistic at the level of the European Union. We never have an integrated healthcare system, pension system at the level of all 27 states, because they're already far too developed separately and too distinct, so this will not happen. So a euro dividend would be a buffering mechanism, and indeed it would be far better than having sort of proconsuls sent from Brussels to Greece in order to go and check their accounts and tell them what to do in order to slash in their social expenditures. And so it's part, I'm not saying it's sufficient for it, but it's an essential ingredient. Now, on Eduardo's question about the complementarity between local schemes and sort of larger scale schemes, and the idea is really that we must see as a series of top-ups. That is, at a larger scale, you have a sort of a basic income at a low level, but which means a lot for the poorest parts of the entity involved, whether the world or the European Union. And then if you have that, it doesn't make it more difficult, it makes it considerably easier to organize something on top of that on a smaller scale, because you only need the top up, not the whole amount, and the pressure in terms of fiscal and social competition is less, because everywhere you get at least the small amount. And so if you put something more generous in some areas, and the pressure on that system is, of course, less than if you had nothing at all elsewhere. And so, but the and that's going back to one of the things I said, of course, there is a big advantage in doing it on a larger scale, because
as I was speaking also with some of the about some of the Brazilian experiments yesterday. In fact, they said, okay, we have it in our village, but of course someone coming from another village in order to enjoy the basic income will not be welcome at all, right? And so unavoidably you have a sort of any local scheme can only survive if it is xenophobic. That is, if you say, well, the people who come from elsewhere, they won't have the same status, so they can't come at all. Even when you introduce it at the level of the country, as Eduardo knows better than anyone else, and the beautiful, ambitious basic income law that was promulgated into law in January 2004, saying Brazil will have a basic income for not only for all Brazilians, for all residents, legal residents in Brazil, providing they've been living in Brazil for at least 10 years. 5 years. 5 years, okay, 5 years. But for a sufficiently long period, and in between, in order to protect themselves against this, what you could call an opportunistic immigration, you need to have these constraints, even for a big country like Brazil. And so, of course, the smaller the scale at which you introduce it, the more restrictive you need to be in terms of who can be entitled to it. And so I believe there is a complementarity. We won't be able to do the whole of it on the world scale, for all sorts of reasons, including some I alluded to earlier, but we won't be able to do the whole of it on a very small scale. And so the idea would be really a sort of cappuccino or lasagna model, where you have a layer and then another layer and then something and then and something very little bit of cacao at the top, so at the level of your neighborhood. That would be the model, but there is a complementarity, there is no conflict between the two. Bei all dem muss man aufpassen, dass man nicht den Käse auf den Kaffee macht oder den Kakao auf die Lasagne. Also bei den schrittweisen Vorgehen muss man ein bisschen aufpassen. Aber zu den Fragen. Ich fange mit Griechenland an. Was wir bisher gemacht haben als Politik, ist ja nicht, dass wir wirklich Geld hingegeben haben, also nicht als Transfer, sondern sind Kredite. Was aber in der Tat notwendig wäre, wäre, dass man Transfers hingibt. Und zwar nicht so, wie das meistens gemacht wird, indem man der Regierung Geld gibt oder in Institutionen Geld gibt. Das ist in Griechenland nochmal ein besonderes Problem, aber insgesamt es ist tatsächlich besser, wenn man den Menschen das Geld geben würde. Wir brauchen da tatsächlich Transfers von den reichen Staaten zu den Armen, aber wir brauchen insbesondere Transfers von den reichen Menschen in Europa zu den armen Menschen in Europa insgesamt. Und was das angeht, kann man viel von den Entwicklungsprojekten lernen. Und da gibt es im Moment eine ganz, ganz intensive Debatte auch in Deutschland über die Entwicklungshilfe, weil da ist es auch über Jahrzehnte so gelaufen, dass man da in Institutionen investiert hat, irgendwelche Projekte aufgebaut etc. Und auf einmal zeigt sich, wenn man den Menschen das Geld gibt, ist es viel effektiver. Das zeigt Ogivero und das hat viele bei uns auch in der Fraktion zum Denken gegeben. Wir hatten jetzt schon mehrfach Gäste aus Namibia da und darüber diskutiert und auch manche, die bisher grundeinkommenskritisch waren, sind zum Nachdenken gekommen, ob das nicht doch ein Weg wäre. Und der Grundgedanke, den Menschen das Geld zu geben, ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger. Und Brasilien wäre natürlich nochmal ein Schritt weiter, wenn es da tatsächlich gelingen würde, in ganz Brasilien ein Grundeinkommen zu haben, wo ihr ja auf dem Weg seid. Oder in Namibia, wo es die Diskussion ja auch gibt. Und Namibia ist vom Durchschnittseinkommen gar nicht so arm, aber hat eine wahnsinnig große Armutsbevölkerung. Das heißt, da könnte man mit einem sehr geringen Einkommen, was gut finanzierbar wäre, eine Menge erreichen. Und das wäre ein Signal für die Welt insgesamt. Ich war vor ein paar Jahren mal in China, wo ich mit Wissenschaftlern geredet habe, die da sehr offen waren gegenüber dieser Idee, weil in vielen Ländern, Schwellenländern und Entwicklungsländern, die haben kein ausgebautes Sozialhilfesystem, auch gar nicht die Möglichkeit, da nur eine Institution wie Bedürftigkeitsprüfung einzuführen. Ich glaube auch, dass eher Länder außerhalb von Europa mal ein nationales Grundeinkommen einführen, vielleicht schneller als das hier der Fall wäre. Wir haben das Problem, wir haben ein ausgebautes, historisch gewachsenes soziales Sicherungssystem,
Und da müssen wir gucken, dass wir da sowas wie ein Grundeinkommen entweder von unten nach oben einführen oder in bestimmten Teilen integrieren. Das macht es ein bisschen schwieriger, als ein neues System aufzubauen. Aber ich glaube, wir sollten in die Richtung natürlich gehen, weil Götz Werner hat völlig recht mit seinem Spruch, wer nicht will, findet Gründe. Und da gibt es viele Gründe, die gegen ein Grundeinkommen sprechen oder gerade in so entwickelten sozialen Sicherungssystemen. Und wer will, der findet aber auch tatsächlich Wege. Und ich glaube, dass wir diese Wege endlich gehen sollten.